So, meine lieben Freunde, Video 107. Leck mich am Arsch. Ich muss jetzt erstmal wieder rein, hab das Spiel gerade geladen. Ich bin gerade von meinem Tischtennistraining gekommen, bin tierisch im Arsch. Und da habe ich mir gedacht, oh, so eine schöne Runde, Super Mario. Oder Mario 64. Meine Stimme ist immer noch durch die Erkältung ganz schön in Mitleidenschaft gezogen. Also es kann auch sein, dass ich mich zwischendurch ab und zu mal mute, weil ich dann einen Hustenanfall kriege. Das ist alles so kacke. So, wir müssen aber auch hoch zum Uhrturm. Beziehungsweise waren wir ja jetzt im Regenbogenlevel. So. Okay. Okay, und rein da. So, ich trinke nur einen Schluck Kaffee. Lass dich von der Brise tragen. Okay. Da ich nicht weiß, was damit gemeint ist. Erstmal wieder Standard. Oh, diese Mucke. Das Schlimme ist, nachdem ich, wann war denn das? Vorgestern, glaube ich, habe ich das letzte Mal aufgenommen. Genau. Weil gestern habe ich noch mit meiner Frau auf der Wii U gespielt. Die steht ja so total auf Lego Marvel Heroes oder wie es heißt. Das darf ich immer mit ihr spielen. Und dann spielt sie mit dem tollen Gamepad und ich krieg so ein scheiß Wii-Pad. Aber es macht wirklich... Also, es ist okay. Sagen wir es mal so. Es ist okay. Ist jetzt nicht so der Überkracher AAA-Titel, aber... Es ist okay. Ich würde sagen, wir dackeln hier hin. Weil da sehe ich den Stern. Ich weiß nicht, was es ist. Ach, da müssen wir runter. Es könnte auch der da hinten sein. Auf der linken Seite. Oh, du Arsch. Oh, fuck. Oh, fuck. Hier hinten war ja gar nichts mehr, ne? Oder? Doch, da ist noch was. Was war denn hier? Münzen, ne? Ich weiß es gerade nicht. Oh, Leben. Ich Volldepp. Oh, Leute. Ich drück mal F7. Eieiei. Seht ihr? Ich hab doch da gespeisert. Mit 53 Leben. Ich Vollidiot. Ich hätte gar nicht reinlaufen müssen. Oh nee, das habe ich jetzt verkackt. Es tut mir leid. Aber ich habe mir gedacht, warum sollte ich... Ich habe meine Konsole laufen lassen. So wie früher in der guten alten Zeit. Ich habe früher bei SimCity habe ich meinen Super Nintendo über Nacht laufen lassen und fand das so voll schlimm. So, oh, du Stromverbrauch, Arschloch. So, trägst nichts zur Familie bei, bist 9 Jahre alt. Aber lässt für deine arme Familie die ganze Nacht den Super Nintendo laufen. Und, ja, da war es halt so, dass das, ja, ich habe es die ganze Nacht laufen lassen, damit dann da, wow, damit dann da, Geld kommt. Man war ja nicht dumm als Kind. Ne, ich habe den dann die ganze Nacht laufen lassen und, habe alle Benachrichtigungen ausgemacht. Und dann lief da Geld, weil ich wurde da... Ich glaube, ich habe das 2 Nächte gemacht, weil in der einen Nacht habe ich nämlich nicht die Benachrichtigung ausgemacht. Und dann habe ich am nächsten Morgen festgestellt, ganz traurig, scheiße, deine Idee war an und für sich nicht dumm, aber lieber Alex, es wäre noch schlauer gewesen, Benachrichtigungen auszumachen, damit dann nicht nach einem Jahr Schluss ist und dann kommt so einer und sagt, hey, dieses Jahr ist die Bilanz so toll. So war das nämlich bei SimCity. Kennt ihr sicher, SimCity 1 auf dem Super Nintendo. Großartiges Spiel. So. Ah, fuck, was ist denn hier los? Die Kamera spackt. Wow. Das Witzige ist auch, ich habe ja jetzt schon mehrfach in den Videos erklärt, dass ich kein Internet habe. Und immer wieder kommt hier mein Avira hoch und sagt, oh, sie haben schon seit so und so vielen Tagen nicht geupdatet. Ja, was willst du jetzt hören von mir? Es tut mir leid. Es tut mir leid. Wie viele Sterne habe ich denn schon hier? 4.
Ja gut, mit dem Bonusstern. Wohl bemerkt. Vielleicht ist die Brise auch oben. So. Wir nehmen jetzt erstmal das hier. So. So, was war das jetzt? Das war... Lass dich von der Brise tragen.